Hi, schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute Avira Antivirus an, besser gesagt Free Security. Und ja, ich zeige dir ganz genau, wie das ganze System hier aufgebaut ist, welche Funktionen alle enthalten sind. Und wir schauen uns natürlich auch den Virenscanner im Vergleich an, wie er so bei den Scans gegenüber anderen Virenscannern abschneidet. Also wenn dich das Ganze interessiert, dann bleib dran und am Ende des Videos zeige ich dir noch, wie du Avira am günstigsten bekommen kannst und ja, ob es sich überhaupt lohnt, ihn zu kaufen. Ansonsten würde ich sagen, let's go! Okay, wir sind jetzt hier auf Avira Free Security und ich habe das gerade installiert und ja, wir sehen hier die Oberfläche. Was mir gut gefällt schon mal ist, dass wir hier direkt eine Übersicht haben, dass der Virenschutz eingeschaltet ist und wann das letzte Update war, denn das ist eins der wichtigsten Punkte bei einem Virenscanner, dass die immer aktuell sind. Und ja, das ist auch hier schön dargestellt. Gut, jetzt zu dem Premium-Feature, das ich über alles feiere an Avira, auch vor allem weil Avira einer der ersten Virenscanner ist, den ich kennengelernt habe mit 14, 15 so um den Dreh. Den hat damals mein Dad verwendet. Und ja, da gab es auch noch nicht viele andere. Also zumindest waren mir nicht viele bekannt. Gut, wir sehen hier unten, wenn wir auf den Schirm gehen, hier ist jetzt alles aktiviert, denn der Schirm ist offen. Wenn ich jetzt hier den Echtzeitschutz deaktiviere, dann schließt sich der Schirm nach einer kurzen Admin-Abfrage. Und ja, jetzt steht hier auch, Virenschutz ist nicht aktiv. Wir sollen ihn jetzt wieder aktivieren und das sehen wir hier auch an diesem geschlossenen Regenschirm. Das ist echt ein cooles Feature, auch wenn es eigentlich nichts Besonderes ist, aber gefällt mir sehr gut. Denn wir werden nicht nass und nicht von Viren angegriffen, wenn der Regenschirm offen ist. Okay, schauen wir uns mal hier an, was wir hier machen können. Hier können wir nichts machen. Wir sehen hier nur, dass es verschiedene Optionen gibt. Und wir können hier den Smart Scan starten. Den würde ich euch empfehlen, immer wenn ihr einen neuen Virenscanner installiert, macht einen Smart Scan. Dann schauen wir hier uns an, was es noch für Scans gibt. Komplett Scan, Schnell Scan und Scan Verwalten. Bei Scan Verwalten können wir genau einstellen, was gescannt werden soll und wann es gescannt werden soll. Dasselbe können wir hier auch machen. Wir haben hier so eine Art Terminkalender. Den können wir uns halt bei dem Komplett Scan genau einrichten, wann das Ganze stattfinden soll. Das finde ich sehr nett. Und ja, dann haben wir hier die Sicherheitsoptionen. Hier sehen wir, wir haben jetzt nur den Systemschutz aktiv, für die anderen müssen wir zahlen. Wir haben nämlich nur den kostenlosen Schutz, aber ich finde den auch ganz okay für das, dass er kostenlos ist. Warum nicht? Dann haben wir die Quarantäne, die ist leer, wir haben noch kein Virus hier gefunden. Den Software-Updater, da können wir auf Update suchen klicken und er sucht sogar auf unserem eigenen PC nach veraltete Updates. Ich dachte jetzt eigentlich, dass das für Avira ist. Das finde ich cool, dass das in der Free-Version drin ist. Und ja, das dauert hier ein bisschen. Vielleicht können wir dabei was anderes machen. Genau, hier sehen wir die Netzwerkeinstellung. Firewall ist eingeschaltet. Wir haben hier die Windows Firewall im Betrieb. Bei der kostenlosen Version ist eben keine Avira Firewall integriert. Wir können hier auch einstellen, ob das Netzwerk privat oder öffentlich ist. Ja, dann sind eben die Richtlinien ein bisschen anders. Bei öffentlich wird halt ein bisschen genauer hingeschaut und mehr blockiert. Wir haben hier auch immer noch die erweiterten Einstellungen. Können wir uns auch gleich mal alle anschauen. Und ja, die erweiterten Einstellungen für die Firewall sind natürlich die Windows Firewall Regeln. Die können wir hier genauer anschauen. Gut, dann Privatsphäre. Hier können wir leider nichts machen. Denn wir haben nur eine kostenlose Version. Okay, der Datenschredderer geht sogar. Wir können hier Daten schreddern, das heißt, die sind dann komplett wirklich gelöscht und werden siebenmal überschrieben. Schauen wir mal, was hier noch so geht. Browserschutz, genau, hier könnten wir eben Add-ons installieren in den Browser. Mache ich aber tatsächlich immer sehr ungerne.
Und deswegen schließen wir das Ganze auch mal wieder. Virtual Private Network. Hier haben wir 500 MB frei. Nice to have. Wenn wir mehr haben wollen, müssen wir halt wieder zahlen. Genau. Dann haben wir hier Passwörter. Ich schätze mal, da müssen wir auch wieder was zahlen. Das ist halt so ein Passwortmanager, wie man halt so kennt. Genau. Der lädt jetzt hier ein bisschen lang. Schade. Gut. Dann schauen wir hier mal weiter. Datenschutzeinstellungen. Da kommen wir wahrscheinlich bestimmt sie, was Apps und Windows weitergeben darf. Ja, schauen wir hier mal rein. Ich will Benutzer definiert, dann haben wir einen besseren Überblick. Hier können wir nochmal einige Sachen einstellen. Teilen von Daten mit Microsoft, das wollen wir nicht. Und ja, hier können wir eben ein paar Features noch aktivieren, die halt im Windows eigentlich schon integriert sind. JavaScript deaktivieren, sehr nützlich gegen Viren. ActiveX. Ja, das finde ich echt cool. Kannte ich so noch gar nicht. Also der erste Virenscanner, der das hier so schön darstellt. Ich will jetzt aber mal hier die Experten-Sachen ansehen. Er blockiert uns hier die Werbetracking-Add-ons. Standorterkennung wird deaktiviert. Und ja, Microsoft wird auch eben deaktiviert. Gut. Dazu muss man dann den PC neu starten. Und ja, also für das, dass es eine kostenlose Version ist, richtig geiles Feature auf jeden Fall. Hier Leistung. Hier müssen wir aber bestimmt was zahlen. Gut, scannen können wir wahrscheinlich kostenlos. Aber später müssen wir dann bestimmt was zahlen. Wir schauen jetzt hier mal bei der Firewall. Nicht bei der Firewall. Was haben wir vorher gemacht? Windows Software Update. Und wir sehen hier, yo, unser Windows ist gar nicht aktuell und das ist ein sehr kritisches Risiko. Deswegen sollten wir unbedingt Windows aktualisieren. Aber das ist hier nur eine VM zum Testen. Ja, der Rest ist aktuell, also passt alles. Auch sehr nice, dass es in der kostenlosen Version drin ist. Kannte ich so auch noch nicht. Und wir haben hier unten eine schöne Anzeige, wie weit das Ganze hier schon ist. Ja, schauen wir uns mal hier die Preise an, wenn wir jetzt hier auf Premium aktivieren klicken. Was passiert denn dann? Was können wir denn dann mehr machen? Ja, wir haben dann auf jeden Fall Online-Banking-Schutz, Speicherplatz können wir schaffen, Autostart optimieren ist auch sehr nice. Darüber werde ich mal ein Video machen, wie ihr das selbst machen könnt. Ohne Virenscanner, VPN, volle Version und wir haben hier für 5 Geräte Android, Mac, iOS und Windows können wir eben hier ein Abo abschließen. So, das können wir monatlich oder jährlich zahlen. Preise stehen hier unten selbsterklärend. Genau, ich glaube, es gibt sogar auch noch eine 30-Tage-Testversion. Die haben wir jetzt hier und da können wir das Ganze uns mal anschauen. Jetzt sehen wir hier, hier ist ein bisschen Speicherplatz freizugeben und Autostart ist auch am Start. Deswegen optimiere ich das Ganze mal. Und ich bin gespannt, ob er das tatsächlich macht oder uns nur ärgert. Ja, wir haben das jetzt hier kostenlos gemacht. Cool. Will nicht umsteigen. Ja. Wir haben hier halt eben noch verschiedene Optionen, das ganze System zu boosten. Manche sind eben kostenpflichtig, manche nicht. Und wenn ihr sie trotzdem machen wollt, könnt ihr eben die 30-Tage-Testversion starten. Aber für uns ist am wichtigsten eben hier dieser Virenschutz, der Virenscanner an sich. Denn wenn wir hier jetzt surfen, dann muss natürlich alles sicher sein und das ist es auch. Oder wenn Virus drauf gelangt, dass der eben blockiert wird, bevor er ausgeführt wird. Für die Sicherheit und Privatsphäre gibt es genug andere Software und Lösungen. Genau. Ansonsten haben wir jetzt hier das Menü durchgeklickt, können hier noch die Sprache einstellen und ich finde das Ganze sehr übersichtlich, viele Features dafür, dass es kostenlos ist. Wie gesagt, dieses eine hat mir echt gut gefallen mit den Einstellungen und ja, also Avira ist schon lange im Game, damit macht man auf jeden Fall nichts falsch und ich zeige dir jetzt noch schnell die Teste von einem
ja, klar, den Test halt, wie gut er im Vergleich zu anderen Virenscannern ist. Gut. Wir haben jetzt hier die Teste, einmal den Live-Test, das ist so ein Test, so normales Arbeiten, Surfen, Dateien runterladen und so, aber nicht ausführen. Hier ist es bei 99,5%, hat er alles gefunden sozusagen, fast alles. Und bei Malware Protection Test, hier ist 100%, das ist, wenn man zum Beispiel ein Virus herunterlädt und dann ausführen würde. Der wird natürlich blockiert, wie bei den meisten. Und der Offline-Test ist halt, wie er reagiert, wenn er keine Internetverbindung hat. Hier ist er jetzt, ja, nicht allzu gut, aber wann hat man schon keine Internetverbindung? Und Online-Test ist halt so das Surfverhalten, so wie viele Cookies und so oder schädliche Seiten erkennt er. Ich würde sagen, Avira ist hier im stabilen Mittelfeld. Und schauen wir hier uns auch nochmal an, wie die das hier so die Bedienung und Fehlalarme bewertet haben. Und hier sehen wir, Avira hat zum Beispiel 38 Fehlalarme gehabt. Und das ist auch wieder im stabilen Mittelfeld, wenn man hier Norton zum Beispiel anschaut. Performance 5,1, das ist ziemlich gut sogar im Vergleich zu den anderen. Bedienung 35 Punkte, ja, geht besser, geht schlechter, sehe ich auch so. Und Ausstattung, ja, da sind sie auch ziemlich weit oben, wie ich gerade schon gesagt habe. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da. Komm gerne auch in unsere Discord-Community, dann kannst du das Ganze mit anderen Nutzern diskutieren. So. Da gibt es immer ganz gerne und lustige Diskussionen. Und ansonsten, wenn du den YouTube-Channel unterstützen willst, kannst du gerne ein Mitglied werden von YouTube. Einfach unter dem Video auf Mitglied werden klicken und du kriegst halt von mir ein paar Vorteile und ja, bist einfach ein großer Teil der Community. Und ja, ansonsten genug geredet. Wenn du den Virenscanner auch noch kostenlos haben willst, Link ist unter dem Video, und wenn du Geld sparen willst, auch nochmal hier suche ich für dich eine günstige Version heraus, so damit du den günstigsten Preis eben bekommst für Avira. Ansonsten wünsche ich dir, dass du sicher bleibst. Be part of it und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!